Brot aus Georgien. Das ist Urin, Brot, Muttersbrot sozusagen. Hier nehmen wir so ein Teig, halbes Kilo ungefähr. Und jetzt machen wir es ein bisschen flach. Und jetzt in diese Ofen, das heißt Tonne, Tonne, georgische Ofen. So haben wir unser Brot schon 10, 8000 Jahre her gemacht. Und dann kommen wir solche Brot, wir nennen es Dedis Uri, Brot von unserer Mutter, Muttersbrot. Und wie isst man das jetzt? Der Roger Jans, Jans halt hier einfach, einfach, einfach zusammenbrechen und dann so ein bisschen essen. Und dann bricht man das bricht so man ab, das, ja, so und dann isst man das. Hm? Und normalerweise mit Käse. Mit Käse. Mit Käse, ja. Hm. Dieses Brot ist sehr lecker, riecht auch ganz gut. Ja. Und ganz viele Georgier, auch aus Tiflis, die kommen hierher und kaufen dieses Brot für